Hallo zusammen und herzlich willkommen. Leider ist die geplante Projekt München Folge für diesen Freitag nicht fertig geworden, aber ich möchte auch nicht, dass sie darunter leidet, dass sie unter Hast gemacht wird. Deshalb drehe ich das Ganze jetzt um und mache erstmal hier den anderen wichtigen Teil, und zwar die Abstimmung über den neuen Stadtteil. Damit auch die eine Ahnung haben, die nicht direkt aus München kommen, erzähle ich nochmal kurz was für Optionen wir jetzt haben. Eure Meinung könnt ihr dann im Anschluss oben rechts bei dem Info-Button hinterlassen, und zwar eine Abstimmung, wo nochmal alle Stadtteile aufgeführt sind. Zuallererst mal diese Karte, wo der aktuelle Bestand aufgeführt ist, und zwar die zwei Stadtteile, die wir fertig haben. Das ist einmal die Schwanthaler Höhe auf der linken Seite und die Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt, die mit der nächsten Folge enden wird. Insgesamt ergeben sich also mit Abschluss dieser Stadtteile 8 weitere Stadtteile, von denen ihr euch einen aussuchen könnt. Als erste Option kommt der Stadtteil Untergiesing-Harlaching. Mit diesem Stadtteil würden wir zum ersten Mal den südlichen Rand der Stadt erreichen. Wir könnten die Isar erweitern, wir könnten den Tierpark Hellerbrunn bauen und wir könnten das Grünwalder Stadion bauen. Die zweite Option ist Sendling, ein relativ kleiner Stadtteil. Hier haben wir einmal die Münchner Großmarkthalle, von der schon beim Schlachthof die Rede war. Wir haben das Münchner Heizkraftwerk Süd. Wir haben eine Insel in der Isar und eine Sportanlage, die auf jeden Fall auch interessant wären. Unsere nächste Option, die dritte, ist Sendling Westpark. Wie der Name schon sagt, umfasst den großen Park, und zwar den Westpark. Der beinhaltet noch den Audi-Dom, dort werden aktuell, glaube ich, Basketballspiele ausgetragen. Und dazu kommt noch der Südpark, ganz im Süden des Stadtteils. Im nächsten Stadtteil, nämlich Leim, würden wir auch langsam mal Richtung Westen aus der Stadt rauskommen. Wir können hier die Stammstrecke erweitern, Richtung Pasing raus, wir können die Regionalbahn ein bisschen ausbauen und S-Bahn natürlich. Und wir hätten einen Betriebshof für Busse, außerdem würden wir langsam auch mal ein bisschen kleinere Häuser kriegen, und zwar gibt es ein großes Viertel mit so Mehrfamilienhäusern. Mit Neuhausen-Nymphenburg würdet ihr mir wohl den größten Stadtteil bisher einbrocken. Beinhaltet sind hier das Schloss Nymphenburg, der Schlosspark Nymphenburg, der Hirschgarten, das Backstage und der komplette Bereich dort unten an den Gleisen. Nach oben überrascht mich selbst gerade ein wenig, würden wir sogar schon in den Olympiapark reinbauen und hätten eine riesengroße Fläche zu tun. Der nächste Stadtteil, die Maxvorstadt, ist ein ganzes Stück kleiner, kulturell allerdings nicht zu verachten, und zwar steht da die alte Pinakothek, die Pinakothek der Moderne, der komplette Königsplatz mit diversen Häusern. Dazu kommt der Zirkus Krone, Bayerischer Rundfunk, wir hätten den oberen Teil des Hauptbahnhofes noch ein bisschen ausbauen können. Und der alte Botanische Garten kommt dazu. Und es ist kein allzu großer Punkt, der auch schon bis an den Englischen Garten ranreicht. Da, wo die Maxvorstadt an den Englischen Garten ranreicht, würden wir ihn jetzt halt bauen. Ich denke mal, die Altstadt Lehel muss ich nicht viel erklären, das dürfte in München am bekanntesten sein. Hier ist enthalten der Stachus, Marienplatz und Deonsplatz, ein Teil vom Englischen Garten, der Eisbach, der chinesische Turm und vieles weitere, was da halt so rumsteht. Im Grunde steht hier so der ganze bekannte Teil der Stadt. Der letzte Stadtteil, der zur Wahl steht, ist Auerheidhausen, und zwar auf der anderen Seite der Isar. Hier gibt es zum Bauen das Maximilianeum, zum Beispiel auch den Friedensengel, da gibt es ja schon ein Modell dafür, soweit ich mich erinnere. Und am Ufer der Isar können wir ein Stück weiter bauen, und der Ostbahnhof ist auch enthalten, zum Teil jedenfalls. Also auch hier gibt es eine ganze Menge zu tun. Stadtteile zur Wahl stehend haben wir jetzt genug. Jetzt liegt es an euch, was ihr euch aussucht, was ihr am liebsten sehen wollt oder was für Sachen ihr denn am liebsten gebaut haben wollt. Wie gesagt, oben rechts in der Ecke gibt es die Abstimmung mit allen Stadtteilen nochmal. Wenn das Video wie geplant am 29.09. rauskommt, dann habt ihr Zeit bis zum nächsten Sonntag. An diesem wird es dann wieder einen Stream geben, wo wir den Stadtteil schon mal anfangen vorzubereiten. Gut, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Eine Bewertung des Videos ist natürlich immer nett, aber dieses Mal nicht zwingend nötig. Ich freue mich auf eine rege Beteiligung, wünsche euch ansonsten bis dahin eine schöne Zeit, Servus und bis zum nächsten Video.